Hallo und herzlich willkommen zu den Studio 71 News Nummer 37 mit Pina und Vicky. Interne News, Vicky hatte Geburtstag. Vor zwei Tagen. Am Montag kam unser erstes Vorstellungsvideo vom Bootcamp raus. Gerne mal anklicken, wir haben es verlinkt. Und da seht ihr dann die ersten 5 Teilnehmer für unser neues, cooles Bootcamp. Wupp, wupp. Yay, yay. Und das kommt jetzt jede Woche. Yay. Hallo und herzlich willkommen zu den Gaming News am Freitag mit Bina. Und wir haben alle frei. Yay. Oh Mann, ich war richtig traurig, als ich gehört habe, dass Hideo Kojima und Konami jetzt doch getrennte Wege geben. Silent Hills wird nicht entwickelt werden. Aber es kommen schon die ersten Verschwörungstheoretiker und haben da eine These aufgestellt, die da besagt, dass in der PT-Demo schon ein geheimer versteckter Hinweis auf diesen Bruch zu finden war. Und zwar folgende Worte. Denn am Ende von PT gibt es folgende Sprachnachricht zu hören. Vater war so ein Langweiler. Jeden Tag aß er dasselbe Essen, zog das gleiche an, saß vor denselben Spielen. Ja, er war halt einfach so. Aber eines Tages tötete er uns alle. Er war nicht einmal geistreich in der Art, wie er das tat. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Ich starb eh schon vor lauter Langeweile, aber wisst ihr was? Ich werde zurückkehren und ich bringe meine neuen Spielsachen mit. Schlechte Nachrichten für alle die sich schon riesig auf Dead Island 2 gefreut haben. Der Titel wird leider auf 2016 verschoben. Jager hat gesagt, sie sind noch nicht ganz zufrieden mit dem Prozess und mit dem Spiel im Moment. Was aber vollkommen okay für mich ist, weil es gab einfach eine Menge Zombie-Survival-Horror-Spiele in letzter Zeit. Und Dying Light hat die Messlatte einfach mal unglaublich hochgesetzt. Weshalb ich euch sage, Jager, Team Jager, wenn ihr das seht, lasst euch Zeit, macht ein geiles Spiel und dann freue ich mich auch jetzt da drauf. Yay! Und für alle die es noch nicht mitbekommen haben, es gab ja einen riesengroßen Shitstorm, weil Steam jetzt Mods für Skyrim bezahlpflichtig gemacht haben. Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, allerdings ist jetzt eine neue Nachricht, nämlich Steam hat die ganze Sache wieder zurückgerudelt, hat gesagt, na, vielleicht war es nicht die beste Idee, direkt bei der größten Modding-Community anzufangen. Alle die Mods gekauft haben, kriegen jetzt ihr Geld zurück. Finde ich fair von euch, Steam. Ich finde die Idee auch nicht blöd, muss ich ehrlich gesagt sagen, für Mods zu bezahlen. Und es gibt Leute, die geben sich da halt echt eine Menge Mühe. Es wäre schön, wenn die was davon haben. Aber auch wirklich die und nicht alle anderen Steam- Entwickler, Publisher noch dazu. Also ich finde schon, dass die Modder gewürdigt werden sollten. Aber man kann an diesem Geschäftsmodell noch ein bisschen feilen. Zu guter Letzt noch eine Nachricht von der Sorte Mäh. Oculus Rift darf in Deutschland nicht offiziell verkauft werden, weil die Namensrechte nämlich seit 1932 einem Optiker-Augenmessbrillenhersteller gehören und deshalb darf die 2012 entwickelte Marke Oculus Rift nicht in Deutschland vertrieben werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz wunderschönes Wochenende, ein verlängertes Wochenende. Genießt die Zeit, genießt die Sonne, geht mal ein bisschen raus und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Short News. Am 13. Juni wird der Webvideopreis 2015 verliehen und ihr könnt jetzt voten und von uns sind auch ein paar Leute nominiert. Und zwar Michael Buchinger mit seiner Hassliste. Matt Brick Motion. Sieg Hein. Und noch Kelly. Und noch mehr, oder? Rute, Ralf Rute ist auch. Rute! Natürlich könnt ihr auch für alle anderen abstimmen. Zum Beispiel für mich als Newcomer. Für Vicky als Newcomer. Nein, geht nicht. Klick. Ja, was jetzt aussieht wie ein Selfie-Arm, ist es eigentlich diesmal nicht gewesen. Das war diesmal Binas Arm. Aber es ist eine neue Erfindung, dass man statt einen Selfie-Stick einfach einen Selfie-Arm nehmen kann, damit man nicht so alleine aussieht. Ja, was ihr zu der Erfindung sagt, ich weiß es nicht. Ich mache lieber noch mehr Selfies. Die einen wollen Prinzessinnen werden, die anderen wünschen sich nichts mehr als ein Blumenmädchen auf einer Hochzeit zu sein. So auch die kleine Annabelle aus Amerika. Das Problem an der Sache ist nur, dass in ihrem Familienkreis keine Hochzeiten anstanden. Und so hat sie mit ihrer Mutter den super Plan geschmiedet, einfach zum Standesamt zu gehen mit einem Strauß Blumen und einfach zu warten, ob irgendwer heiratet und sich anzumieten als Blumenmädchen. Und das hat sie auch gemacht und das hat sie auch geschafft und es war super süß und am Ende hat sie einen Muffin bekommen. Das versuche ich auch nachher mal. Dann noch eine Nachricht, wo ich glaube, dass es eventuell ein Fake ist. Was passiert, wenn man ein iPhone in Dubai vom 40. Stock runterwirft aus einem Haus? Richtig, es bleibt heil. Auf jeden Fall ist ein Video aufgetaucht von einem iPhone, das den 40. Stock runtergeplumpst ist und angeblich immer noch heil ist. Ich weiß nicht so recht, ob ich das glauben kann, aber wenn es so ist... Versuch's doch mal. Mein virales Video der Woche ist wieder eines von Jimmy Fallon. Und zwar diesmal Hawkeye, ihr wisst schon, der von Marvel's Avengers. Der quasi das Thinking Out Loud von Ed Sheeran
so für sich umgestellt hat, dass er sich rechtfertigt, dass er auch zu den Superhelden dazugehört und auch voll die tollen Superkräfte hat. Und viele von meinen Freunden haben gesagt, der ist doch cool, das weiß doch jeder. Aber ich kannte die Marvel Comics nicht. Ich habe Avengers geguckt und dachte mir, okay, toll, du hast einen Bogen. Aber seitdem hat sich offenbart, was für ein cooler Typ das ist. Weil Vicky heute Geburtstagskind ist, ist Vickys virales Video der Woche heute Vickys eigenes. What's in my bag, ne? Ja, yeah, what's in my bag? Du musst es schon bag sagen. Bag! Bag! Kicken, gucken, gucken, gucken. Und zu guter Letzt noch eine herzenserwärmende Geschichte von einem kleinen Jungen mit Down-Syndrom, der seinem Vater am Anfang bei der Geburt echt große Sorgen gemacht hat. Aber dann hat er sich aufgerafft und hat gesagt, komm, ich schaff das Leben mit diesem kleinen, wunderschönen, super Kind und ich gebe ihm ganz viel Kraft. Und was ist der größte Wunsch von dem Kleinen gewesen? Er wollte schon immer fliegen. Und was hat der Papa gemacht, der Fotograf ist? Er hat einfach den Kleinen hochgehoben in jedem Bild und hat sich dann so rausretuschiert, dass es so aussieht, als wenn er in jeder Lebenslage fliegen würde. Und das ist so unglaublich süß geworden. Und Parenting at its best. Papa des Jahres. Ja. Ja. Also Vicky hatte Geburtstag. Vor 3 Tagen. Vor 2 Tagen. 2 Tagen. Vor 2 Tagen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag, 2 Tage. Ein bisschen Ruhe hier drinne, bitte. Dankeschön. Und bei uns sind auch ein paar unserer Leute. Es hat die Tür geknallt. Bootcamp. Bootycamp. Bootcamp. Mein virales Video der Woche ist diesmal wieder eins von Jimmy Fallon. Fallon. Jimmy. Das ist frei. Nee. Vicky sei sexy. Man hört mich halt nur im Offenen. Vicky sei sexy. Ja, da wollte ich so. Ja, egal. Ich mach einfach. Short News.